Hey Freunde und hallo Stream. Wir machen jetzt weiter mit Outlast. Im letzten Part sind wir dem Feind direkt in die Hände gelaufen und die haben uns nicht gekriegt. Mein Gott, sind die dämlich. Ja, den Eierkopf haben wir auch einfach so, zack, abgehängt. Das wäre kein Problem. Ich war auch nicht unter Druck gesetzt oder sowas. Es war nicht gruselig. Nein. Ja, ich habe dich gesehen, du bist später aufgetaucht. Du bist nicht gültig. Du wirst nicht akzeptiert hier. Du wirst hier nicht akzeptiert. Es ist verdammt hell. Aber wieso eigentlich? Ach so, wegen der Lampe oben. Okay. Okay, er schreit. Er schreit. Das ist nicht gut. Er hat anscheinend Schmerzen. Und ich habe die perfekte Massage dazu. Wow, es hat ein bisschen geleckt. Das war das Spiel. Okay, anscheinend ist das extreme Gaseffekte. Wow, warum ruckelt das Spiel? Hey. Beruhig dich wieder, Spiel. Ganz ruhig. So, jetzt ist alles okay. Warte, da unten geht's auch wieder lang. Ah, schauen wir erstmal hier rein. Okay, Planänderung. Wir schauen da oben erstmal rein. Ach du Scheiße. Ist das die Entsorgung? Sind das alles Reporter? Willy! Willy, nein! Oh Gott. Was habe ich geschrieben? Wahrscheinlich habe ich geschrieben, Willy, nein. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen im Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Yes, Baby. Das ist der Weg nach draußen. So. Hey, schreiende... Oh, wow, was erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation? Oh, nein. Das Spiel ist scheiße. Oh, guck mal, da kann man lang. Okay, hier nicht. Alles klar, dann schieben wir es mal zur Seite. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege der... Okay. Ah, ich kann das. Bin schon 5. Hab's euch mit der Hand... Oh, ist da ein Akku drin? Da ist noch eine Batterie drin gewesen, oder? Okay, nein. Sind Gaswasserflaschen. Verwechsel ich immer. Okay, den dürfen wir jetzt auf jeden Fall nicht... Oh, ist das nicht dieser Blinde? Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, aber dieser Blinde, der einen immer ständig verfolgt. Wir müssen ruhig sein. Ganz ruhig. Vielleicht erstmal filmen. Okay, vielleicht Akku wechseln, damit es nicht so piept. Okay. Und jetzt ganz normal hier weiter. Okay, passiert nichts. Passiert nichts. Ich kann ihn vielleicht befreien. Soll ich ihn befreien? Hey, ich kann dich befreien. Okay, ich habe vergessen, wie man Leute befreit. So. Oh nein. Stuhl, was haben die dir angetan? Oh Kacke, das ist ja schlimmer. Als was ich alles bisher gesehen. Oh, guck, das Mann. Sie haben seine rechte Rippe gebrochen. Und die Beine. Oh Gott. So sehen keine normale Beine aus. Scheiße. Okay. Upsi. Ah, so viele Wege. Moment, da sind wir hergekommen, genau. Da geht's weiter hoch. Wir gehen geradeaus. Straight to the horror, I think. Hallo? Ah, schon wieder Leute, die dann verzweifelt am Boden liegen. Ah! Mann! Oh, da kommt er nicht durch. Da kommt er bitte nicht durch. Yes, er kommt da nicht durch. Alles klar. Oh, guck mal, hier. Digitalkamera. Können ja alles, können ja Fotos schießen. Und dann kann ich Frame by Frame alles hier so irgendwie anpassen. Bewege dich vorwärts, um zu Nein. Wir gehen jetzt erstmal schauen, was es hier drüben gibt. So. Oh oh. Ah, da geht's nicht weiter. Alles klar. So. Dann schieben wir das mal zur Seite und begrüßen den Kerl, der da uns hereinbeten wollte. Wahrscheinlich die Zeugen Jehovas. Okay, kommt schon her. Ich nehme es auf, was ihr mir über Gott erzählen wollt.
Oder ich lasse die Kamera einfach stehen und lasse sie mit ihr reden. Das ist auch eine Idee. So. Okay, das ist, glaube ich, alles verschlossen, ne? Ja. Und ja. Da schlägt mein Herz höher. Wobei wir jetzt hier unten lang müssen. Oh nein, die Duschen. Oh nein. Oh nein, ich hasse Vorhänge. Das Schlimmste in Horrorspielen, Vorhänge. Zu lebendig. Was ist lebendig? Wer redet da? Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Mein Vorhang hat sich hier links neben mir gerade bewegt. Was ist da? Was ist da? Kann ich es aufmachen? Hallo? Hallo, ich möchte gern reingucken. Ah, da oben irgendwie. Ah, geht nicht. Okay, zur Seite schieben können wir es leider auch nicht. Ah! Oh nein, 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 nein. Da oben müssen wir hin, okay. Haben wir schon mal einen Fluchtweg. Was zum Henker? Okay, da gucke ich jetzt lieber nicht hin, weil sonst muss ich mich wieder erbrechen. So, Dokumente. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Warrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt ja jeden Tag etwas Neues dazu. Demnächst möchte ich herausfinden, ob ein Mensch ohne Beine laufen kann. What the fuck, ey? Oh, Moment mal, Moment mal. Da sitzt jemand. Okay, gut. Ich dachte, wir öffnen ihn jetzt. Oh, warte, da kann man reinglupschen. Ah! Was war das? Warte mal, da kann man doch reingucken. Ah! Ja, super, wird nichts. Okay, dann klettern wir mal hoch. Oh Mann, die leben da noch und leiden. Darf nicht schlacken. Wernicke wartet dort auf mich. Oh, hier. Einer hat schon geschrieben, dass es anscheinend über luzide Träume geht und sowas. Das kann sein. Ihr wisst schon, dieses Träumen, das man selber bestimmen kann. Wahrscheinlich ist er tot und herrscht nur noch in den Träumen von denen. Und die dürfen nicht schlafen. Ich habe das Rätsel gelöst von Outlast. Die dürfen nicht schlafen, denn der Doktor ist gestorben und sein Geist wandert in den Träumen. Hören, aber warum schlachtet er? Ich check's nicht. Oh nein! Autsch! Was? Oh oh! Oh oh! Oh scheiße, 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 scheiße! Nein! Oh! Oh, scheiße! Was? Bewegung, Bewegung! Yes! Rechts, rechts! Oh, nein! Da halte auch schon nach verschiebbaren Objekten, um Türen zu... Okay! Komm! Verdammten Ratten. Okay. Da können wir lang. Komm schon. Komm. Übrigens, warum war die Tür eigentlich versperrt? Ich konnte sie ja nicht öffnen, aber die ging ja nach außen. Oh, ich. Okay, kleiner Logikfehler nebenbei. Oh, oh. Oh, 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 oh. Folge den Blutspuren. Komm schon. Das kriegen wir hin. Warrider. Dr. Warnick? Nein, 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 nein. Den kannst du behalten. Keine Zeit, mich zu erbrechen. Hier verstecken. In der. Nein. Ah, da oben. Erstmal gucken, ob wir hier Batterien haben. Das ist wichtiger als mein Leben. Und rein da.
Oh nein. Weg, 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 weg. Alter, sind die krank. Hätte mich gerade Schlampe genannt. Du bist selber die Schlampe, okay? Du war gerade nackt, oder? So. Okay, Freunde. Das war's erstmal. Ich glaube, ich mach gleich einen kleinen Schnitt. Haben genug erlebt. Oh nein. Okay, okay. Scheiße. Es geht noch weiter. Und ich habe gleich keinen Akku mehr. Wenn es gleich dunkel wird, wird's scheiße. Ich weiß gar nicht, ob die hier rüberklettern können oder nicht. Ah, können die nicht. Alles klar. Aber durch die Türen können die. Es wird dunkel. Was? Ach so, okay. Oh, ich passe hier rein. Oh, ich bin schlanker geworden. Oh mein Gott. Autsch, das tut weh. Ach du Scheiße. His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch. Hm? Have a little confab, blah blah. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs. Hey, ich hab mich gerade gefreut, dass ich in diesen Aufzug passe, Mann. Was ist das für ein kranker Typ? Aber ich muss nicht mehr gehen, okay. Das ist nett. Aber wohin führst du mich, netter Mann? Ich würde gerne nach links. Ich glaube, da gibt es die Donuts. Genau, danke. Auf zu den... Oh. Da geht's raus. Okay. Oh, du hast mich gefesselt. Ach, Scheiße. Oh, kacke, kacke, kacke. Ist das der Doktor hier? Der hat eine sympathische Stimme. Ich bin gern bei dir. Ich bin gern bei dir. Und sonst so? Was machst du sonst den ganzen Tag? Ich habe da übrigens ein Video gesehen, das gegen Haarausfall ist. Musst du dir How to Basic angucken. Ist ein netter... Okay, ich verstehe schon. Interessiert dich nicht. Naja, putzen könntest du ja auch mal, ne, wenn du hier neue Besucher einlädst. Lalala. Was? Wen töten? Oh. Oh. Zunge nicht benutzt. Selbst ab... Och du Scheiße. Das ist der Doktor. Ich kann nicht sehen. Kann ich meine Cam anmachen? Nachtsichtgerät? Oh. Oh ja. Hey Freunde und herzlich willkommen zu Let's Operier Holly. In diesem Part wollen wir... Okay, wow, zieh dir was an, Mann. Das können wir jetzt nicht zeigen auf YouTube. Okay, ich versuche mich jetzt hier zu befreien, Freunde. Und dann... Spending with Father Martin. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit... Aber nur die Spitzen. Nur die Spitzen, bitte. It's understandable. If people get scared, there's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. One or more... Wow, der Stuhl ist fast eingestürzt. Ups. Was? Okay. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? All money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. Okay, das ist... You paying attention? Ich hasse es, wenn man die Finger nicht schneidet. Es ist so ein grausames Gefühl.
You understand how we achieved here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself! Ich hab rotes Blut. Ich dachte, du hast blaues Blut. Okay, raus hier. Aber wieso nicht gleich so? Oh Gott, ist das eklig. Mein Gott, ich will diese Hände nicht mehr sehen. Das war mein Job vorhin. Du klaust meinen Gag. Okay, gut. Du machst ihn auch nicht witziger. So, Freunde. Dann mache ich jetzt einen kleinen verdammten Schnitt. Wir haben ja ordentlich was erlebt hier. Puh. Hier machen wir jetzt einen kleinen Schnitt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen im nächsten Part weiter von Outlast. Und die im Stream, das war auch jetzt die letzte Folge für heute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Ich kann jetzt nicht mehr zeigen, dass ich 10 Jahre alt bin, fällt mir gerade ein. Nur noch 8. Nein!